Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop und heute mal wieder mit einer Live-Reaction. Außerdem verlose ich aktuell gleich 20 mal 1000 V-Bucks. Also falls ihr ein paar V-Bucks braucht und die hier gewinnen wollt, einfach nur Creator-Code Snoxy im Shop eintragen, denn ich verlose das nur an die Leute, die hier den Creator-Code Snoxy benutzen. Also Snoxy ist wie mein Kanal und ein kleines Jensen dran. Also falls ihr da teilnehmen wollt, einfach Snoxy da eintragen und ein Hashtag Snoxy unten in die Kommentare schreiben und in 2 Sekunden kommt der neue Shop schon online. Also mal schauen, was wir heute reinbekommen. Und es ist nichts Neues. What the fuck, ist das ein scheiß Shop? Warum? Alter, es gibt einfach nichts Neues. Sogar die Items, die gestern im Laufe des Tages nochmal reingekommen sind, wie der Fernglas-Emote zum Beispiel, sind noch drin. Oh, das ist ja echt enttäuschend heute, also, Ja, ich würde sagen, wir fangen trotzdem natürlich wie immer auf der linken Seite an. Erstmal mit dem Fischstäbchen-Emote. Und er hat jetzt auch einen neuen Style bekommen. Den finde ich ziemlich nice. Den sieht man hier auch in der Übersicht. Diesen Piratenstil, der jetzt gestern mit dem neuen Season 8 Update dazu kam. Ein ziemlich geiler Skin und jetzt halt noch mit einer kostenlosen Variante dazu. Kann ich also definitiv empfehlen, sich den zu holen. Dann haben wir im nächsten Slot noch den passenden Gleiter und die passende Spitzhacke drin. Das ist einmal die Stiefelstange mit diesem Sound. Und die fliegenden Korallen. Ich würde eher den Gleiter empfehlen, denn die singen so, also diese kleinen Korallen hier drauf, die singen so eine Melodie, wenn man damit fliegt. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Also das ist auf jeden Fall was Besonderes. Deswegen den Gleiter kann ich definitiv empfehlen. Dann haben wir heute wieder die Pestskins drin, also die Doktoren hier. Einmal der Pestskin und dann noch die Geißel. Ich muss sagen, mir gefällt der weibliche Skin definitiv besser, auch wenn ich den Backpack hier nicht so cool finde. Den spiele ich eigentlich gar nicht, aber den Skin selbst, den finde ich ziemlich cool, denn der ohne Backpack allein schaut schon ziemlich cool aus. Und den dann noch mit einem geilen Backpack ausgerüstet, das ist auf jeden Fall ziemlich sick. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen, hier den weiblichen. Ach ja, dazu haben wir noch weitere Items, und zwar noch die, den Heroldstab hier. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Und dann noch das Lampenlicht für 800 V-Bucks. Dann kommen wir jetzt schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute die 3500 Likes knacken. Wir machen hier jeden Tag so 100 Likes mehr. Mal gucken, ob wir es schaffen. Gestern haben wir es wieder geschafft. Mal schauen, ob wir halt heute die 3500 Likes knacken. Ja, im ersten Slot haben wir erstmal den Noir-Skin drin für 1500 V-Bucks. Recht merkwürdig, dass der nur allein kommt. Ich glaube, das hatten wir noch nie, dass ein Detektiv-Skin einzeln drin war. Eigentlich kommen die immer als gesamtes Set, dann auch mit dem Gleiter und der Spitzhacke. Gibt es eine Spitzhacke dazu? Ich glaube schon. Normalerweise sind das ja nicht alle vier, ne, alle drei Skins, die es ja dazu gibt. Heute auf jeden Fall nur ihn. Dann haben wir noch den Splitterschlag drin. Auch der war, glaube ich, noch kein einziges Mal allein im Shop. Eigentlich immer nur mit dem Ötel- und Krieger-Set. Ja, auf jeden Fall heute auch der allein. Anscheinend heute alles mal querbeet hier im Shop vertreten. Ja, ist in Ordnung, der Sound. Auch die Hacke schaut ziemlich cool aus. Dann haben wir noch den Knochenlos-Emote. Ja, kann ich auch empfehlen. Dann haben wir noch die Glücksjägerin. Habe ich mir persönlich jetzt noch nicht geholt. Eigentlich finde ich jetzt so Straßenklamotten-Skins ganz nice, aber irgendwie, ja, der ist jetzt nicht so meins gewesen. Dann haben wir noch das Fernglas drin, wie gestern, für 500 V-Bucks. Genau, man steigt auf so eine Kiste und holt sein Fernglas raus. Und ich glaube, das ist auch ein Endlos-Emote. Also man schaut jetzt einfach nur noch endlos in die Ferne. Ich finde das mit dem Auge ganz cool gemacht, dass er auch so blinzelt. Ich finde, das ist eigentlich vom Wert her eher ein 200 V-Bucks-Emote, aber passt halt ganz gut zur neuen Season. Deswegen kann ich den durchaus empfehlen. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann die Heiß- und Kalt-Lackierung drin. So schaut sie aus. Ganz cool auch mit den neuen Kanonen hier. Ja, das ist die heutige Lackierung und ja, das war es dann schon zum heutigen Shop. Heute leider nicht so spektakulär. Dafür, wie gesagt, verlose ich jetzt aktuell gleich 20 mal 1000 V-Bucks. Also, falls ihr ein paar V-Bucks braucht, um hier mal wieder ein bisschen was kaufen zu können, dann einfach nur Snoxy als Creator eintragen, weil ich verlose das nur unter den Leuten, die hier den Creator-Code Snoxy benutzen. Also einfach nur Snoxy hier eintragen und wenn ihr das gemacht habt, ein Hashtag Snoxy unten in die Kommentare schreiben, um hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Auflösung kommt dann jetzt am Wochenende. Das heißt, es wird wieder so ein großes Sammelpaket werden. Ich werde auch versuchen, dann ein paar Leute aus den Kommentaren zu nehmen, ein paar Leute von Instagram, sodass halt alle Leute die Chance haben, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne noch abonnieren und auch wieder rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss!